Lichterfest, die sechste. Gestern schien das halbe Nordhausen auf den Beinen in Richtung Petersberg zu sein. Dort wurde gemeinsam das Ende der diesjährigen Saison auf dem Berg gefeiert und wir haben für Sie die nächtlichen Impressionen. NNZ-Leser, wer gestern nicht auf dem Nordhäuser Petersberg war, der hatte wirklich etwas verpasst. Die neue Mitte GmbH hatte nicht nur Petrus auf ihrer Seite, sondern mit dem Mix des Angebotes wohl auch den richtigen Griff getan. Von klein bis groß, von jung bis etwas älter, war für jeden etwas dabei, wie es immer so schön heißt. Und während zum Beispiel Chapeau Club aus Erfurt, eine hoffnungsvolle Band, ihr Bestes gaben, flanierten immer noch viele Nordhäuser und Gäste aus der gesamten Region über den Petersberg. Vor allem der Petersberg-Garten erleuchtete im Schein von rund 15.000 Kerzenlichtern und Fackeln. Obwohl Medien immer etwas kritisch berichten und fast alles hinterfragen müssen, gilt an dieser Stelle ein großer Dank an all diejenigen, die diesen Samstag und die Nacht zum Sonntag vorbereiteten und dafür sorgten, dass die Tausenden, die gestern auf dem Berg strömten, gemeinsam das Ende der Open-Air-Saison feiern konnten. Was bleibt, das ist die Vorfreude auf das nächste Jahr und die nächste Saison auf dem Petersberg mitten in Nordhausen.